Boah, Halleluja. Hallo zusammen, wenn du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Simon und ich bastel gerne an Maschinen. Heute habe ich hier den Record Power DS300. Das ist ein Tellerschleifer, den ich mir besorgt habe, weil ich einiges nachzuschleifen hatte. Just in dem Moment, wo ich das Ding aber ausgepackt habe und in Betrieb nehmen wollte, ist mir aufgefallen, dass der Teller selber ein Problem hat, nämlich Seitenschlag. Weil ich wirklich überhaupt keine Lust habe, das Gerät in diesem Zustand zu verwenden, weil ich mir nicht dieses Geräusch hier anhöre, pf, 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 oder wenn ich das Werkstück ordentlich gegen den Teller drücke, dass meine Hände wegvibrieren, muss ich mich zwangsläufig irgendwie um dieses Problem kümmern. Ja, irgendwo muss man anfangen. Vom Ausschlag der Uhr würde ich sagen, sieht man zwei Dinge. Man sieht Seitenschlag und man sieht Unebenheiten des Tellers. Und mit den Unebenheiten des Tellers fange ich einfach mal an, weil das sehr simpel zu prüfen ist. Ich habe jetzt mal die Winkelverstellung vorne abmontiert, damit man besser an den Teller kommt, genauso wie die Absaugblende. Bei regulärem Seitenschlag müsste der Zeiger jetzt gleichmäßig entweder höher gehen oder runter gehen, wenn man eine halbe Umdrehung macht. Ich mache jetzt mal eine halbe Umdrehung und da sieht man, dass der Zeiger relativ gleichmäßig niedriger wird. Das heißt, wir haben hier einen Seitenschlag von ungefähr 1,5 Zehntel, also nicht der Rede wert. Nur dann kommt das Interessante, nämlich dieser Ausschlag hier. Und der bewegt sich schon in einem Bereich von einem halben Millimeter. Das ist aber kein richtiger Seitenschlag. Das ist mehr eine Unebenheit hier im Teller selber. Also dass der Teller da eine Wölbung hat. Und diese Wölbung im Teller sollte man nicht nur hier messen können, sondern die müsste man zum Beispiel mit einem Haarlineal auch sehen können. Ah ja. Ah ja. Eieieiei. Hier sieht man das ganz deutlich. Dass der Teller sich nach innen wölbt. Aber ich denke, das kann jetzt wirklich jeder erkennen, dass dieser Teller definitiv nicht gerade ist. Das sind jetzt nicht unbedingt schlechte Nachrichten. Denn ein unebener Teller ist meiner Meinung nach wesentlich einfacher zu beheben als konkreten Seitenschlag, der zum Beispiel dann von der Welle ausgeht oder weil der Teller falsch auf der Welle sitzt. Dieser Teller ist auf die Welle draufgepresst und man hat hier keine nennenswerten Ansätze, um diesen Teller wieder darunter zu ziehen von der Welle. Das würde also extrem schwer nur gehen. Und ja, ich denke, dass den Teller jetzt plan zu schleifen oder zu versuchen, den Teller plan zu schleifen, wesentlich einfacher gehen sollte. Und das bisschen Seitenschlag, was er dann noch hat, kriegt man so vielleicht dann auch noch raus. Ein Versuch ist es wert, aber dafür muss ich den Tellerschleifer auf jeden Fall erstmal wieder so montieren, dass ich eine Auflagefläche habe, die 90 Grad zum Teller steht und dazu muss ich das Ding erstmal wieder zusammenbauen. So, das Gerät ist wieder montiert, Tisch ist wieder dran. Was man jetzt hinkriegen muss, ist, dass dieser Tisch 90 Grad zur Scheibe hat. Dadurch, dass der Tisch verstellbar ist, sollte das aber nicht so das Problem sein. Eieiei. Okay. Ja, also der Tisch steht gerade auf der 90 Grad Position. Der Winkel sagt definitiv was komplett anderes.
Ja. Also jeder, der mir Präzisionsfimmel vorwirft, wird jetzt sagen, also das sind keine 90 Grad. Nun gut, stellen wir ein bisschen zurück. So. So, zum Schleifen des Tellers nehme ich mir jetzt einen Keramikstein. Der ist recht grob und der Plan ist, dass ich den handgeführt einfach hier dran anlege. Rotation geht so, das heißt, der Stein müsste runtergedrückt werden, das müsste von Hand eigentlich gut kontrollierbar sein. Muss man mal ausprobieren. Dadurch, dass der Tisch 90 Grad zum Teller steht, kann ich ihn auch nicht irgendwie dann so schief anschleifen oder sowas. So, der Stein selber, das ist so ein Scheptenstein, die müssen nur geringfügig gewässert werden, also die müssen nicht erst stundenlang im Wasser liegen und da reicht es dann aus, zwischendurch mal wieder ein bisschen Wasser auf die Scheibe zu geben. Die Absaugung habe ich, hier unten in der Ecke sieht man es so ein bisschen, habe ich angeschlossen, damit dann der Schleifstaub weggesaugt wird und eventuell die Scheibe auch ein bisschen gekühlt wird. Falls sie heiß wird, dann muss man mal zwischendurch fühlen. Ja, ich würde das einfach mal so ausprobieren und gucken, dass ich die äußere Kante nach innen hin so ein bisschen runtergeschliffen bekomme. Und wenn ich das ein bisschen gemacht habe, gehe ich dann später mit der vollen Seite, vollen Breite des Steines hier dran und sollte dann die Fläche eben schleifen können. So, ich verspreche mir davon, dass erstens diese Wölbung nach innen weggeht, also wenn ich außen anfange und reingehe, dass die Wölbung weggeht und dass dann auch der Seitenschlag, der noch existiert, durch das Schleifen ausgeglichen wird. Müssen wir mal ausprobieren. Keine Ahnung, wie viel der Stein abträgt. Kann sein, dass das Jahrhunderte dauert. Mal gucken. Okay, da ist jetzt so noch nicht wahnsinnig viel passiert. Man sieht, es ist ein bisschen außen runter gekommen. Aber ich befürchte, das ist noch viel zu wenig. Was das jetzt eher gemacht hat, ist, dass den Stein mit diesem Schmuddel, der da irgendwie drauf ist, dieses ölige Zeug, ein bisschen zugesetzt hat. Da muss ich erstmal den Stein jetzt ein bisschen abrichten und vor allem die Scheibe vielleicht vorher mal ordentlich mit Aceton reinigen. Im zweiten Durchlauf sieht man, dass die Scheibe schon viel heller und glänzender geworden ist. Hier sind noch so ein paar tiefe Stellen. Aber man sieht wohl, dann doch ordentlich Material weggenommen wurde. Die Außenseite ist halt ein bisschen runtergekommen. Ja, es ist ein bisschen weniger geworden, aber die Kanten sind dann doch noch deutlich höher als der Rest der Scheibe. Ich gehe dann jetzt aber mal zu anderem Schleifpapier über, nämlich zu welchem das ein bisschen gröber ist und schaue, ob ich damit eventuell schneller Material abtragen kann. So, und auf diese Tour habe ich jetzt bestimmt eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden weitergeschliffen. Leider habe ich in der Zeit, weil ich so vertieft war in die Tätigkeit, nicht bemerkt, dass die Kamera ausgegangen ist. Und sämtliche Dinge, die ich dann da noch gezeigt und aufgenommen habe, sind dann leider nicht mehr auf meiner SD-Karte gelandet. Man sieht ja schon da, dass ich recht weit fortgeschritten bin. Es spiegelt sich ganz gut im Teller. Ich bin aber von der Körnung her hier mit einer Körnung von 180 immer noch viel zu fein unterwegs. Habe dann später auf eine Körnung von 80 gewechselt, damit ich mehr Material wegbekomme. Außerdem, wenn die Scheibe zu glatt wird,
hatte ich Sorge, dass dann eventuell diese selbstklebenden Schleifscheiben nicht mehr so gut halten, weil denen einfach dann Struktur fehlt, wo sie dann kleben können. Das war auf jeden Fall mit der 80er Körnung dann besser. Also mehr Struktur und auch was den Materialabtrag anging, war das viel besser. Ich habe dann natürlich nochmal das Haarlineal angelegt und das hat mir gezeigt, dass die Scheibe weiterhin eine Wölbung hat, aber die Wölbung ist viel weiter nach innen gewandert. Also vorher war die Wölbung ja ziemlich großflächig und durch das Abschleifen habe ich die Fläche, die gewölbt war, sehr weit reduzieren können. Ich würde sagen, vom Zentrum aus gesehen, vielleicht in einem Radius von 5 cm um das Zentrum herum ist noch gewölbt. Alles andere außen von der Fläche her ist sehr plan geworden. Die Messuhr habe ich angelegt. Das hat mir gezeigt, dass dieser tiefe Punkt auf der Fläche immer noch vorhanden ist. Aber auch der ist viel, 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 viel kleiner geworden. Vorher hat dieser Tiefpunkt ja ein Viertel der Scheibe ausgefüllt. Das war nach dem ganzen Schleifen definitiv viel, viel, viel besser. Noch nicht perfekt, aber mir war das erstmal jetzt genug Schleiferei und mit dem Ergebnis war ich erstmal zufrieden. So, in eurer Abwesenheit habe ich jetzt das Ding nochmal auseinandergeschraubt und sauber gemacht. Dieses ganze Schleifstaubgedönse weg, ja, das ist echt das Schlimmste. Metallschleifen, furchtbar. Alles ist jetzt voll mit diesen feinen Schleifpartikeln, ekelhaft. Auf diese Scheibe kommt jetzt keine Dauerklebeschleifscheibe, wie sie im Lieferumfang enthalten ist, sondern eine mit Klett. Dachte ich zumindest. Ja, sowas Doofes. Ich dachte, ich hätte Klettscheiben bestellt. Aber stattdessen habe ich einen Lebensvorrat Klebescheiben bestellt. Naja, gut, okay. Dann halt erstmal eine Klebescheibe. Jetzt haben wir hier P400, das ist zu fein. Zu 80 zu fein. Zu 20 zu fein. 150, ja. 120, ja. 120 nehmen wir. Scheibe ist sauber. Dann baue ich das Ding mal zusammen und dann gucken wir mal, wie gut der Gerät so schleift. So, soweit wir zusammen. Ich bin jetzt gerade dabei, den Tisch 90 Grad auszurichten und ich habe herausgefunden, wie man die 90 Grad Anzeige an der Seite auch wirklich auf 90 Grad bekommt. Hier sind unglaublich viele Unterlegscheiben dabei gewesen. Ich habe mich gefragt, was haben die da so viele Unterlegscheiben dabei? Hier habe ich zum Beispiel noch 3 Stück übrig. Und die werden hier einfach unter den Tisch drunter gelegt, also zwischen der Tischauflage und dem Tisch selber, um dann, hier habe ich zum Beispiel auf beiden Seiten 2 Unterlegscheiben und hier habe ich auf beiden Seiten nur 1 Unterlegscheibe, den Versatz auszugleichen. Und so mit 2 hinten und einem vorne habe ich tatsächlich auf dem Tisch 90 Grad bei der 90 Grad Einstellung. Ja, das ist gar nicht so übel. Da habe ich trotzdem noch 3 gratis Unterlegscheiben. Naja. Wenn man Dinge auseinanderbaut und zusammensetzt, dann ist es immer gut, wenn man am Ende noch Sachen übrig hat. Das zeigt, dass der Hersteller hätte noch ein Material optimieren können. Um jetzt den Abstand einzustellen zwischen der Schleifauflage und der Tischkante hier, habe ich die Schrauben nochmal gelockert und ich habe hier rein zufällig so ein Stahllineal. Ich glaube, das stammte mal aus einem sehr günstigen Kombinationswinkel. Kombinationswinkel haben ja generell etwas dickere Stahllineale drin. Und das schiebe ich hier einfach dazwischen, zwischen die Kante und der Schleifauflage, wenn es dann nicht runterfällt. Eieiei. Jetzt mach doch mal. So, und drücke dann die Kante vom Tisch einfach dagegen. Dann liegt der Tisch gerade an und ich habe noch einen kleinen Spalt zwischen der Tischkante und dem Schleifmittel selber. Den Tisch mache ich jetzt nochmal mit Aceton sauber. Weil dieses schwarze
seltsamen Schmiergedönse, was da immer noch drauf ist, das will ich nicht am Holz haben. Dann schleifen wir mal. An dieser Schablone hier wollte ich immer schon mal runde Kanten haben. Ich habe jetzt gerade nichts Besseres, das mal auszuprobieren. Energie. Sauger. Abgerundet. Ja, also ich würde sagen, das Gerät ist schon zu massivem Abtrag an Holz geeignet. Also das geht echt flugs. Sowas abzurunden, kurz eine Fläche anzuschleifen, eine Faser anzuschleifen, jetzt hier mit der 45-Grad-Stellung, puh. Das geht schon ganz schön schnell. Und Staub sehe ich jetzt hier keinen, der irgendwie übergeblieben ist. Man muss natürlich mit der Rotation, also auf dieser Seite hier, schleifen. Wenn man anfängt da zu schleifen, dann haut es einem erstens das Werkstück hoch und zweitens staubt es halt wie Sau. Das sollte man nicht tun. Normalerweise ist hier ja auch so eine Abdeckung vor, um einen davor zu schützen, gerade in diesem Bereich hier schleifen zu wollen. Das Einzige, was das Gerät nicht hat, wie man sieht, während ich rede, das Ding dreht sich immer noch, obwohl der Motor abgeschaltet ist. Es hat keine Motorbremse. Die Vibration bei voller Umdrehung beim Schleifen ging jetzt aber. Das war vorher mehr. Ja, wenn ich dann nochmal die Muße habe, kann ich mich ja nochmal um den Teller kümmern, um den weiter abzuschleifen. Aber ich denke, das härteste an Schlag ist jetzt erstmal raus, sodass die Vibrationen sich im Rahmen halten. Schleifen tut er, absaugen tut er. Massiv genug ist das Gerät auf jeden Fall auch, dass die Schwingungen, die halt durch den Seitenschlag hier produziert werden, vom Gerät locker abgefangen werden bzw. keine große Auswirkung auf das Gerät selber haben. Ja, das hat jetzt hier so gut geklappt mit dem Schleifen, dass ich an allem, was ich besitze, erstmal Rundungen anbringen werde. Ich hoffe, ihr konntet sehen, dass man auch mit so üblichen Hausmitteln, die man da hat als Holzwerker, entweder einem Schleifstein oder etwas gröberem Schleifpapier, so eine Scheibe schon noch plan schleifen kann und den Schlag auch reduzieren kann dadurch. Natürlich muss man da ein bisschen Geduld mitbringen und wenn man halt ein besonders gutes Ergebnis haben möchte, dann wäre die Scheibe auszubauen und plan drehen zu lassen die sicherlich wesentlich effizientere Variante und auch die wesentlich genauere Variante. Aber eine Drehmaschine hat nun nicht mal jeder und ich zum Beispiel mit meiner Drehmaschine bekomme so eine große Scheibe da überhaupt gar nicht drauf. Glaubt mir, ich habe es ausgemessen, denn ich hätte es gemacht, wenn es gepasst hätte. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt mit dem Ergebnis so erstmal zufrieden. Hauptsache, man steht halt nicht irgendwie so vor dem Schleifteller. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch frohes Schleifen und bis dahin frohes Schaffen.